Der Traum vom Landleben. Idylle im Grünen. Als dieser alte Bauernhof von 1864 in Spancha in Friesland zum Verkauf stand, war für Peter und Ellen Decker klar, raus aus der Stadt. Frische Luft, wenige Menschen, die Jahreszeiten wieder erleben. Schon allein der Kinder wegen Lebensmittel selbst anbauen. 2005 haben sie gekauft. Ja, das ist eigentlich unsere Traumplatz. Das ist eigentlich unser Traumhaus. Hier haben wir einen großen Gemüsegarten, Obstgarten, Schafe, Platz. Was will man mehr? Hier kann man super leben. Hier kann man leben. Ja. Naja, sag mal, vanaf 2008 ist das inderdaad wel steeds. Aber seit 2008 ist es immer schlechter geworden. Ist der Traum ein bisschen in Deutschland? Unser Traum hat Risse bekommen. Der Plek ist noch steeds ein Traumplek, maar de woning. Dieser Ort ist immer noch ein Sehnsuchtsort, aber das Haus. Das können wir abschreiben. Laut Prognose wird es irgendwann in den kommenden 3 Jahren einstürzen. Das Problem der Deckers? Der Hof versinkt. Und mit ihm das Land drumherum. Die Niederlande sind von Entwässerungskanälen durchzogen. Für die Landwirtschaft wird der Grundwasserspiegel künstlich gesenkt, damit die Kühe keine nassen Hufe bekommen, damit die schweren Traktoren nicht versinken. Die vergangenen Dürresommer verstärken das Phänomen. Die trocknenden Moorböden setzen große Mengen CO2 frei. Das wiederum beschleunigt den Klimawandel. Ein Teufelskreis. Für Häuser wie das von Familie Decker bedeutet das, das Fundament wird morsch. Wie fast überall in den Niederlanden stehen die Häuser auf sandigem oder moorigem Untergrund, stabilisiert von dicken Holzpfählen. Fällt der Grundwasserspiegel, trocknen die Pfähle langsam aus. Durch Kontakt mit Sauerstoff beginnen sie zu faulen, bis sie das Gewicht des Hauses nicht mehr tragen können. Bei Familie Decker begann alles mit einer klemmenden Türe. Mittlerweile ist das Wohnhaus um ganze 12 cm abgesackt. Hier kann man ganz gut sehen, was passiert, wenn der Untergrund wegsackt. Die Stützen dieser Mauer sind weggerottet. Die Steine sind lose. Schau, die kann man hier so rausziehen. Schaden mindestens 500.000 Euro. Eigentlich geht das Prozess sehr langsam. Es beginnt sehr langsam. Man entdeckt einen Riss und denkt, na ja, den müsste man mal reparieren. Dann kommt noch einer dazu und man denkt so, das ist komisch. Na ja, und nach dem trockenen Sommer 2018 knackte und krachte es im Gebälk sehr laut. Dann haben wir Kontakt aufgenommen mit der Gemeinde, der Provinz und der Wasserbehörde. Doch die können den Deckers nicht helfen. Und versichern kann man solche Schäden auch nicht. In den Niederlanden sind die Besitzer selbst für das Fundament ihrer Immobilie verantwortlich. Und hilflos gegen handbreite Risse und schiefe Wände. Die Tage des alten Hofes sind gezählt. In Rotterdam will Edwin van der Heide seinem Haus in der Erster Peinackerstraat dieses Schicksal ersparen. Auch er war massiv beunruhigt durch klemmende Fenster. Und rief einen Gutachter. Mehrere Wochen lang legte eine Spezialfirma dafür unter seinem Haus die gut 100 Jahre alten Nadelholzstützpfähle frei. Riesenaufwand? Erschreckendes Ergebnis. Das muss alles gestützt werden, sonst sackt es komplett runter. Es wäre sehr hilfreich gewesen, den Zustand des Fundaments vor dem Hauskauf zu kennen und damit auch die Risiken besser einzuschätzen. Das wurde ja bislang immer ignoriert. Mit teuren Folgen. Um das Haus zu stabilisieren, müssen jetzt Betonpfeiler und eine neue Bodenplatte gegossen werden. Eine Art Betontisch, der das Haus künftig tragen soll. 100.000 Euro investiert Edwin van der Heide in sein neues Fundament. Das Konto ist leer, aber ich bin sehr froh, dass ich das in ein paar Monaten hinter mir habe und ich nicht jahrelang mit Angst und Ungewissheit leben muss. Auch seine Nachbarn machen mit, damit sich die Arbeit lohnt. Und geteiltes Leid ist halbes Leid, denn die Versicherungen zahlen solche Schäden nicht, denn es ist eine Frage der Verantwortung. Der Besitzer muss das Haus und das Fundament in Schuss halten. Aber das Schwierige ist, den Grundwasserspiegel kann man ja nicht selbst beeinflussen.
Abhilfe soll ein neues Label schaffen. Ab Mitte kommenden Jahres muss, ähnlich dem deutschen Energieausweis, jeder Hausverkäufer eine unabhängige Einschätzung zum Fundament vorlegen können. Wenn dieses Label auf Rot steht, weiß man schon sicher, dass sehr viel Arbeit auf einen zukommt. Die meisten Häuser in den Niederlanden werden Stufe Orange sein. Sie stehen noch sicher, aber sind mit großem Risiko behaftet. Experten und Stadtplaner rechnen jetzt schon mit bis zu 400.000 betroffenen Immobilien im ganzen Land. Bis zu 4 Millionen Häuser stehen auf Holzpfählen. Auch Familie Decker hat irgendwann, als Wegsehen nicht mehr geholfen hat, einen Gutachter auf den Hof kommen lassen. Ja, und daraus ist gekommen eigentlich. Bei uns war das Ergebnis dunkelrot. Das Haus wird in den kommenden Jahren einfach einstürzen. Und die Deckers? Quasi ein Opfer des Klimawandels. Wenn uns niemand hilft, dann werden wir hier ein paar Wohncontainer aufstellen müssen. Und dann schauen wir mal. Am Ende haben die Niederlande zu wenig Wasser statt zu viel.